Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Die Aktuelle Stunde passt eigentlich viel besser in die Diskussion, als ich das beim Erstellen des Titels angenommen habe. Denn ich möchte mich mit Ihnen über Solidarität unterhalten. Das ist ja gerade schon begonnen worden im Rahmen der Regierungserklärung hier und des Haushalts. Solidarität ist so eine Sache. Gerade in der Krise wird Solidarität, Gemeinsamkeit, Zusammenhalt auf die Probe gestellt. Das ist auch in der Corona-Krise nichts anderes und in allen Ebenen zu beobachten. Denken Sie nur an die Familie. Mich betrifft die Corona-Krise finanziell jedenfalls gar nicht. Bei meinem Bruder, der ist selbstständig, sieht das schon anders aus. Meine Tochter leidet besonders unter der Schließung der Kita und so weiter und so fort. Jeder leidet also anders. Fakt ist, jeder ist unterschiedlich stark betroffen. Und das ist natürlich dann die Frage, wie eine Gemeinschaft solidarisch damit umgeht. Und diese Frage stellt sich natürlich nicht nur in der Familie, sondern beispielsweise auch zwischen Dörfern, zwischen Bundesländern. Niedersachsen ist vergleichsweise wenig betroffen, Mecklenburg-Vorpommern fast gar nicht, NRW deutlich mehr und auch hier regionale Unterschiede. Ich möchte eins vorwegnehmen. Wenn ich von Solidarität und Zusammenhalt rede, und ich werde gleich auf den Bereich der europäischen Solidarität ankommen, denn darum soll es mir heute besonders gehen, dann ist eins für mich unstrittig und nicht verhandelbar. Immer dann, wenn es um Leib und Leben geht, also die Gesundheit von Menschen, gibt es im Grunde genommen einen anderen Maßstab, der an Solidarität angelegt werden muss. Und ich halte es für völlig richtig, als Mensch, der ich nun mal auf dieser Welt bin, anderen Menschen bei Gefahr für Leib und Leben uninteressant ihrer Ausrichtung, Anschauung, Religion und so weiter und so fort zu helfen. Das haben wir auch gemacht als Deutsche. Ich weise darauf hin, dass es in grenznahen Regionen, also an der Grenze von Deutschland zu den Niederlanden beispielsweise, Krankenhäuser gab, die selbstverständlich auch Notfallpatienten aufgenommen haben im Rahmen freier Kapazität. Das ist für mich überhaupt nicht verhandelbar und gar keine Frage. Das ist quasi die eine Grenze der Solidarität. Die andere ist auch, dass man sich natürlich nicht selbst aufgibt. Also was man hier benötigt, beispielsweise Beatmungsgerät, das verwendet man natürlich zunächst mal, um die eigene Bevölkerung zu retten, wenn man denn so viele Patienten hat. Das ist für mich auch keine Frage. Nur was ist mit dem dazwischen, also quasi dem verhandelbaren, dem dispositiven Bereich der Solidarität? Und da muss ich schon sagen, wir verzichten ja im Moment oder ab dem 15. Juli dann wahrscheinlich auch in Gesetzesform auf ein Stück Zukunftsgestaltung. Ja, wir bringen hier beraten einen Nachtrag, der uns sagt, wir wollen jetzt solidarisch sein mit unseren Raum- und Zeitgenossen, indem wir die Wirtschaft fördern und so weiter und so fort. Inhaltlich werden wir uns dann noch reichlich austauschen, gar keine Frage, und verlegen im Grunde genommen ja, die Haftung dafür in die Zukunft. Ja, indem wir Schulden aufnehmen. Also uns ist der Zusammenhalt hier für uns so wichtig, dass wir uns selber verschulden und unseren Kindern, ja, das ist ja schon auf die Zeitschiene gelegt worden, ich glaube auch nicht, dass das in 25 Jahren getilgt ist, aber das ist ja nun mal im Moment der Tilgungsplan, muss man erstmal so glauben und hinnehmen. Ich glaube das persönlich nicht, ja, also dass es in die Realität umgesetzt wird, jedenfalls nicht, aber wir verschieben das auf jeden Fall in die Zukunft. Das kann man machen, wenn man stark genug ist, um sowas zu tun. Schauen wir uns mal die wirtschaftliche Situation Deutschlands im Moment ein. Ich nehme zunächst mal eine Zahl des IFO-Instituts aus dem Mai. Demnach, man kann auch noch dramatischere Zahlen finden, das wissen Sie, demnach gibt es 7,3 Millionen Beschäftigte, die in der sogenannten Kurzarbeit, im Übrigen ein herausragendes Instrument, ja, auch ein Alleinstellungsinstrument, ein typisch deutsches Instrument, würde ich sogar fast sagen, befinden und die erhebliche Gehaltseinbußen haben, auch nach der Erhöhung dieses Kurzarbeitergelds. Dem Bund liegen Anträge in Höhe von fast 50 Milliarden Euro auf diese KfW-Notkredite vor. Das ist eine Zahl, die vom Bundesministerium für Wirtschaft ist. Wir haben einen Rückgang des BIP im ersten Quartal 2020 um 2,2%. Das ist europaweit gesehen relativ wenig, aber nichtsdestotrotz der stärkste Rückgang des BIP, also des Bruttoinlandsprodukts, in den letzten 10 Jahren. Das letzte Mal war das in den Nachwehen der Finanzkrise so. Das bedeutet für mich jedenfalls, dass wir in den nächsten Jahren und Monaten jeden Euro brauchen, um unsere eigene Wirtschaft hier in Deutschland wieder auf die Beine zu bringen. Über die Ausgestaltung kann man streiten. Ich sehe das mit den Energiemaßnahmen ähnlich, wie das hier schon vorgetragen ist, sehr, sehr kritisch. Andere Maßnahmen unterstützen wir. Jedenfalls werden wir das Geld für uns brauchen. Und ich glaube, wir haben nicht die Power, die Kraft, noch andere Ökonomien in Europa wieder auf die Beine zu stellen. Denn schauen Sie sich beispielsweise mal die italienische Wirtschaft an. Die hat ganz andere Rahmenbedingungen. Da ist zum Beispiel das BIP um 10% im ersten Quartal gesunken. Die Staatsverschuldung ist nach den neuerlichen Kreditmaßnahmen, die auch Italien angenommen hat, auf 159% des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Das ist jenseits aller Maastricht-Kriterien. Wer jetzt glaubt, in Italien sei ein Schuldenschnitt möglich, das ist ja immer so das, was so mitschwingt, der muss wissen, bei wem sich Italien eigentlich verschuldet hat. Und das hat es in erster Linie bei sich selbst über seine Nationalbank, aber auch in Höhe von 280 Milliarden Euro bei französischen Kreditgebern. Und wer meint, dass die auf ihr Geld verzichten, der ist mit dem Klammerbeutel gepudert.
Ich will gar nicht auf die geplanten italienischen Maßnahmen eingehen. Die haben ja auch so ein Drei-Säulen-Modell. Ich halte es für richtig, das anderen zu überlassen. Also wer meint, er kann seine Wirtschaft mit einem Modell, wie es Italien vorhat, retten, soll das tun. Es wäre anmaßend, als Deutscher einzugreifen und zu sagen, ihr macht das falsch. Ich finde dieses Bevormunden anderen Staaten gegenüber spaltet Europa, spaltet Nationen, spaltet Gesellschaften viel mehr als andere Dinge. Wir haben das ja im Rahmen dieser Troika-Geschichte erlebt, als immer wieder auf Griechenland gezeigt wurde. Ich halte das für den europäischen Einigungsprozess, und der ist uns ja allen wichtig, für verfehlt und nachteilig. Ich glaube, um ein Zitat von der EU-Kommission aufzugreifen, wir sollten jetzt wirklich unsere Probleme hier lösen und Perspektiven für die nächste Generation in Deutschland eröffnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lilienthal. Meine Damen und Herren, bevor wir